herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Sprüche 3, Vers 5, da steht: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das ist momentan sehr aktuell, dass wir uns auf unseren Verstand verlassen, auf das, was wir hören um uns herum, was alles so schwierig ist und alles so furchtbar und schief läuft. Und da heißt es: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und das ist ein wunderbarer Rat, den uns die Bibel da gibt, weil dass wir wegschauen von all dem, was um uns herum passiert. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Leben aus der Vollkommenheit. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Leben aus der Vollkommenheit. Du sagst, ich bin nicht vollkommen. Richtig. Aber Gott ist vollkommen. Und Gott hat uns durch seinen Sohn Jesus seine Vollkommenheit geschenkt. Das heißt nicht, dass wir das automatisch sind, aber wir können von dieser Vollkommenheit schöpfen. Wir dürfen da einfach hingehen und das holen, was wir da brauchen. Ja, wir haben oft eine Verbesserung vor Augen. Herr, mach es besser. Herr, nur ein bisschen. Herr, wenn du nur das oder jenes, wäre ich schon zufrieden. Ich sag dir, sei nicht nur zufrieden mit einer Kleinigkeit, sondern habe die Vollkommenheit von Jesu vor Augen. Er hat alles für dich bereitgestellt. Geh hin und hol's dir. Im Gebet bete: Herr, schenk mir von dem, was du für mich bereitgestellt hast, was du für mich am Kreuz von Golgatha gewirkt hast. Herr, schenke du mir. Schenke mir Heilung. Schenke mir Rettung. Schenke mir Befreiung. All das ist in dieser Vollkommenheit drin. Nicht nur ein bisschen besser, sondern er hat dir alles bereitgestellt. Herr, ich danke dir dafür, dass ein jeder den Mut hat, von deiner Vollkommenheit zu schöpfen, Neues zu schöpfen, dass ein jeder den Mut hat, Herr, in dein Allerheiligstes zu gehen, Herr, wo der Weg frei ist, Herr. Ich danke dir dafür und das zu holen, was wir brauchen, Herr, im Gebet, in unserem Leben, Herr. Ich danke dir dafür, dass du nicht ein begrenzter Gott bist, sondern ein grenzenloser Gott, dass Dinge möglich sind, die wir gar nicht uns vorstellen können. Danke, Herr, dass wir bitten dürfen und du sagst, Herr, wer bittet, der bekommt. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir auch heute bekommen. Danke, Herr. Amen. Amen. Und heute haben wir ein Gebetsanliegen für ein Baby. Meine Freundin hat einen 5 Wochen alten Sohn. Er leidet unter einem Reflux und hat beim Trinken unheimliche Schmerzen. Dadurch gedeiht er auch nicht richtig. Der Kleine kann nur 1 bis maximal 2 Stunden am Stück schlafen. Dies ist für die ganze Familie sehr anstrengend. Bitte beten Sie mit, dass der Reflux bald verwächst und er keine Schmerzen mehr beim Trinken hat. Jesus, ich danke dir für dieses kleine Baby. Ich danke dir, dass du dieses Kind berührst und du weißt die Ursache. Und ich danke dir, dass dieser Reflux beendet ist und dass du diese Speiseröhre berührst und diesen Magen. Und ich danke dir, dass dieses Kind prächtig gedeiht. Danke, Jesus. Danke für deine Heilungskraft. Danke, dass du auch die Eltern segnest und ihnen Kraft schenkst und wirklich Zuversicht gibst. Danke, Jesus, dass diese ganze Familie in deiner Hand ist. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns Folgendes: Ich leide seit Beginn der Corona-Zeit unter einer starken chronischen Bronchitis, die jetzt noch zusätzlich mit einem grippalen Infekt einhergeht. Ich habe Atemnot, Panikattacken und Angstzustände. Bitte beten Sie für mich. Danke. Jesus, und ich danke dir, dass du diese Frau kennst und dass du diese chronische Bronchitis heilst, dass du ihre Lungen durchströmst mit deiner Heilungskraft
Und ich danke dir, dass du auch ihre Seele heilst, dass Licht hineinkommt in ihre Seele, in ihr Herz und dass diese Panikattacken und diese Angstzustände aufhören. Danke, Jesus, dass sie ihren Fokus ändert und dass sie ihren Blick auf dich gerichtet hat und dass dein Licht ihr ganzes Leben durchströmt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns an bis 13 Uhr. Die Infos sind eingeblendet. Eine Frau bittet für ihren Bruder um Gebetshilfe. Liebes Missionsteam, heute rief mich mein Bruder aus dem Krankenhaus an mit den Untersuchungsergebnissen, dass sein Speiseröhrenkrebs in der Lunge und in der Leber bereits Metastasen gestreut hat. Er kann auch schlecht laufen und ist sehr geschwächt. Er soll Chemotherapie bekommen. Er lässt euch lieben grüßen und bedankt sich für eure Gebetshilfe. Ich halte am Gebet fest, dass der Krebs weichen möge und die Metastasen schrumpfen müssen. Danke, Herr Jesus. Ja, auch wir halten am Gebet fest. Danke, Herr, dass wir mit dir reden dürfen, dass es Gebet gibt. Und Herr, ich danke dir dafür. Herr, du kennst jetzt auch diese große Not. Herr, ich danke dir dafür, dass alle Metastasen weichen müssen. In deinem Namen, Jesu, dürfen wir dafür bitten. Und danke, Herr, dass alles vertrocknet. Wir rufen, Herr, dein teures Blut, dein reinigendes, heilendes Blut, was du am Kreuz von Golgatha vergossen hast. Herr, ich danke dir. Herr, für Heilung. Ich danke dir für Durchströmung dieses Leibes. Und Herr, für einen gesunden Leib bitten wir dich und glauben, Herr, dass du es schenkst. Amen. Amen. Eine Frau schreibt für ihren Mann ein Gebetsanliegen. Mein Mann ist Freiberufler, hat seit fast einem Jahr kaum noch Aufträge. Er fühlt sich hoffnungslos, ohne Perspektiven, ist sehr niedergeschlagen. Ihm fehlt oft die Kraft für das Tägliche, da er keinen Sinn sieht. Ich bitte Sie, für ihn zu beten, um Hoffnung, um Vertrauen, dass er alles Jesus anvertrauen kann und loslassen kann im Vertrauen, dass Jesus ihm helfen wird. Ich bitte auch um Stärke für mich, ihm in der Situation täglich eine gute Ehepartnerin sein zu können, die ihn ermutigt und in Geduld begleitet. Ja, danke, Herr. Segne du jetzt ganz besonders diese Ehe und Herr, danke, dass diese beiden zusammenhalten und ich danke dir dafür, dass es ein starkes Team wird. Herr, schenke auch diesem Mann neue Perspektive. Herr, danke, Herr, zeig ihm das Neue, Herr, was dran ist. Schenk ihm die Ideen, Herr, die funktionieren und die Möglichkeiten. Lass ihn die offenen Türen sehen, die du zubereitest. Ich danke dir dafür. Schenk ihm auch den Mut, was Neues anzufangen. Ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass du ihnen begegnest und wieder neue Freude schenkst. Neuen Mut. Ich danke dir. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Hilfe und eine Frau erlebte zwei wunderbare Gebetserhörungen. Ich möchte Gott und Jesus die Ehre geben für meine Heilung. Vor 8 Monaten wurde bei mir eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs festgestellt. Ich bin noch jung und alleinerziehend und hatte Angst. In einer ersten OP sollte Gewebe entnommen werden. Ich habe mein Gebetsanliegen an das Missionswerk gesandt. Nach dem Eingriff wurde mir mitgeteilt, dass ich mich auf eine Entfernung der Gebärmutter einstellen sollte, da wohl das tiefere Gewebe betroffen wäre. Ich betete immer wieder und las in der Bibel. Ich hatte immer wieder Angst, schob aber alle Gedanken weg und legte meine Situation in Gottes Hände. Tatsächlich bekam ich nach dem nächsten Kontrolltermin die Nachricht, dass man nichts Auffälliges mehr finden kann. Ich bin geheilt. Ich möchte allen Mut machen, nicht den Glauben und die Hoffnung zu verlieren, auch wenn es länger dauert. Eine weitere Gebetserhörung. Gott hat mir zugesagt, dass ich nach einem Jahr den passenden Job finde. Fast auf den Tag genau, nach einem Jahr habe ich bei einer neuen Arbeitsstelle angefangen. Danke, Missionswerk, für eure Gebete. Und das tun wir doch gerne. Und ich bin einfach begeistert, was Gott tut.
Da schreibt jemand, ich war zum Röntgen wegen meinem Husten. Der Arzt sagte mir, Sie haben einen Tumor. Meine Bronchien wurden noch einmal in der Röhre untersucht. Es wurde kein Tumor gefunden. Danke für euer Gebet. Danke dem Herrn für sein Eingreifen. Und das nächste Zeugnis, Gottes Eingreifen von der Gebetsnacht. Vor 8 Jahren kamen mein Mann und ich von einer Gebetsnacht im Missionswerk zurück. Unterwegs machten wir Halt bei meiner Schwägerin und ihrem Mann. Er war todkrank und sozusagen zum Sterben heimgekommen. Mein Mann betete mit ihm, gerade auch unter dem Eindruck der gerade erlebten Gebetsnacht. Seitdem ging es aufwärts. Nun hat er seinen 90. Geburtstag gefeiert. Meine Schwägerin schreibt, euer Gebet brachte damals die Wende. Ich hatte es aber erst viel später erkannt. Der Herr Jesus hat ein Wunder an meinem Schwager getan. Ihm gehört der Dank. Ja, Jesus tut Wunder. Und eine Gebetserhörung für die Tochter, schreibt da jemand. Der Herr hat die Stimmbandentzündung meiner Tochter geheilt. Ich hatte euch um Fürbitte gebeten. Und auch die Nerven meiner zweiten Tochter sind besser geworden. Sie ist nicht mehr aggressiv. Wie wunderbar Gott doch eingreift. Das ist so schön. Das begeistert mich. Wir haben einen Gott, der uns liebt und der hilft und heilt. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Wir hatten es von der Vollkommenheit. Das ist was, wo wir uns gar nicht vorstellen mögen, weil wir in einer Welt leben, die nicht vollkommen ist. Aber nimm dir mal Zeit und denke mal drüber nach. Du hast einen Gott, du hast Jesus, du hast den Heiligen Geist, wo die Vollkommenheit verkörpert. Und in dieser Vollkommenheit lebst du. Du darfst daraus schöpfen, du darfst holen aus dem, was bereitgelegt ist. Lass dir das mal wirklich bewusst werden in den nächsten Minuten. Sende uns dein Anliegen, wenn du möchtest. Wir beten gerne für dich, heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Und ich möchte dich einladen für nächsten Sonntag. Sei wieder live mit dabei im Internet, im YouTube oder komm einfach vorbei. Das ist immer schön, ein Gottesdienst mit dir zu erleben. Und wenn du nicht die Ermutigung der Woche abonniert hast, dann geh auf unsere Webseite ganz unten, kreuze es an und du bekommst jeden Montag eine neue Ermutigung von uns. Schön, dass du heute dabei warst und wir wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.